Johannes Christian der Jager wurde 1964 in Südafrika geboren. Er arbeitete als Kfz-Mechaniker. Viel ist nicht über sein Leben bekannt, nur dass er in einer festen Beziehung war und bei den Prostituierten seiner Umgebung als brutal bekannt war. Am 18. Mai 2003 schließlich ermordete und vergewaltigte er eine 18-jährige Prostituierte. Er wurde nicht verdächtigt und so tötete er am 11. Januar 2013 eine 16-Jährige. Er verging sich an der Leiche und zerstückelte sie anschließend. 5 Tage später wurde er verhaftet und später wegen beider Morde angeklagt. Vor Gericht zeigte er sich kalt und gefühllos. Zwar bestritt er die Morde, gestand jedoch die Zerstückelung. Sein reueloses Verhalten und seine Weigerung, ein Geständnis abzulegen, machten es dem Gericht leicht, ein Urteil zu fällen. Am 27. Mai 2014 wurde der Jager zu lebenslanger Haft verurteilt.